So, weiter geht's bei Dagi erklärt's jetzt die Mission Mesh. Und wir haben hier drei Kisten zu öffnen. Hier sind also alle drei Kisten immer befüllt. Die wirkt ein bisschen wie die Mission Verlassene Basis oder so hieß die, glaube ich. Die war so ähnlich aufgebaut, aber hier haben wir wie gesagt nur drei Kisten, in Anführungszeichen, die alle befüllt sind und die man hier alle öffnen muss an der Stelle. Wir haben hier rechts die Ziellinie und hier links die Ziellinie und auf der anderen Seite ist auch noch eine Ziellinie rechts neben der Kiste, also rechts unterhalb der rechten Kiste so. So, und das Schwierige dabei ist eigentlich, wenn man die rechte Kiste als erstes öffnet, hat man jetzt weniger Probleme, höchstens dann mit dem Zurückkommen. Da wäre vielleicht Pizza Clan mit Mike ganz gut an der Stelle. Aber ja, ansonsten könnte das, wie gesagt, zum Problem werden, wenn man dort an der Stelle die rechte Kiste als letztes öffnet und dann dem Spawn sich entgegensetzen muss. Gerade wenn man hier noch. Eventuell könnte man es mit Gedärm oder mit Mike machen, um dann gegen Ende den Spawn, der dort gespawnt ist, auf dieser Ziellinie, wo jetzt die Überlebenden gerade stehen, zu blockieren. Beziehungsweise erstmal woanders hinzulenken. Aber ja, das könnte eine schwierigere Mission gegen Ende werden. Aber wir haben auch jetzt hier gesehen, wir haben keine dicken Beißer, wir haben nur die Sprengbeißer, die uns ab und zu mal helfen können an der Stelle. Und man könnte jetzt wahrscheinlich ja auch Ezekiel verwenden, um dann die Ziellinie mit dem Keks frei zu bekommen. Ja, das wäre es zur Mission Mesh. Ciao!